Hi ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video, wie ihr es im Titel schon lesen konntet. Renovieren wir das Wohnzimmer. Renovieren. Du warst das letzte im Bad, oder? Ja. Jetzt hast du das Licht anlassen. Ups. Passiert mir in 6 Jahren auch mal. Wir waren bei Ikea, haben uns neue Kommoden gekauft, Sideboards. Ja, weil die Wohnwand, die ich aktuell habe, möchte ich nicht mehr, soll weg. Und ja, Farbe habe ich nicht. Das ist auch gut. Nein, ich nicht die Wohnwand. Ach so. Und ja, jetzt fangen wir erstmal an, ein bisschen umzustellen, umzuräumen, die Sachen aufbauen. Und dann müssen wir die Tage streichen, weil heute schaffen wir das nicht mehr. Ja, so sieht's jetzt aus. Das kennt ihr alle schon so. Und hier an dieser Wand sind die ganzen Steelbooks von meinem Mann. Und weil ich möchte diese Wand haben und wir haben uns geeinigt, dafür, dass ich die Wand bekomme, bekommt er diese Wand. Yeah. Ja, ein Kompromiss, den ich eingehen muss, weil ich diese Wand haben möchte. Schaut mal, das alles war unter meiner Couch. Nachts um 20 vor 11 ist dieser Schrank endlich aufgebaut. Ich habe jetzt noch nicht eingeräumt und ehrlich gesagt auch gar keine Lust mehr. Bin froh, dass der jetzt steht. Und morgen wird dann weitergemacht. Da wird dann hier das ganze Gedöns weggeräumt. Und hier, das da kam übrigens, was hier jetzt gerade mein Mann so schön verdeckt, kam übrigens auch noch unter dem Zeug raus. Also sprich unter... hier standen ja diese DVD-Regale, die was hier jetzt stehen. Und da kam dieses Gedöns noch unten raus. Und morgen wird dann dieser Schrank aufgebaut. Und wenn ich es zeitlich schaffe mit den Kindern, werde ich anfangen zu weißeln. Und ja. Dass meine Mama richtig sieht. Wir haben jetzt schon Farbe an die Wand gemacht. Hier einmal rosa, das gleiche habe ich hier auch, weil hier kommen die Regale hin, die ich hier vorhin an der Wand hatte. Und hier kommt das Bild hin, was ursprünglich auch an dieser Wand war. Und dann haben wir hier die Farbe. Das ist ein Anthrazit, das habe ich einfach gemischt mit Weiß. Weil das Anthrazit ist zwar grau, hat aber einen Grünstich. Und hier kommen dann Regale hin und dann kommen seine Steelbooks da rein. Wir sind fertig. Insgesamt haben wir jetzt 3 Tage gebraucht, um das alles fertig zu machen. Und ja, wie man sieht, ist noch nicht ganz perfekt. Es fehlt noch so ein bisschen der Feinschliff. Ja, aber so sieht es jetzt aus. Hier ist die Steelbook-Wand von meinem Mann. Ich habe mich breitschlagen lassen, hier nochmal sowas hinzumachen. Und eventuell kommen hier an diese Wand noch so viereckige Regale für ihn, weil er Figuren sammeln möchte. Und ja, da müssen wir aber noch diskutieren. Er wollte sie ursprünglich erst hier und hier dazwischen haben. Das finde ich aber jetzt nicht so schön. Ja, mal gucken, was die Diskussion ergibt. Ja, und dann möchte ich hier noch ein paar Pflanzen drin haben. Unter anderem hier hinten in dem Eck möchte ich eine Pflanze haben, so eine... ja, wie so eine Palme. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!